Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer zu Sportklinik Live. Es freut mich ganz besonders, dass ich Sie heute durch diese Live-Veranstaltung führen darf. Und es freut mich umso mehr, dass so viele Menschen eingeschaltet haben. Sie erfahren heute einiges darüber, wie ein neues Gelenk oder ein künstlicher Ersatz an Knie oder Hüfte eine neue Lebensqualität bedeuten kann. Doch wir starten zunächst mit einem virtuellen Rundgang durch die Sportklinik Ravensburg. Viel Spaß dabei. Ja, liebe Zuschauer, man muss sich das mal vorstellen. Jährlich werden in Deutschland 180.000 Kniegelenke implantiert. Bei den Hüften sind es sogar 230.000 im Jahr. Aktuell sind da draußen, Achtung, 4 Millionen Hüftgelenke auf der Straße unterwegs. Man möchte sich schon fast fragen, also wer hat eigentlich kein Hüftgelenk? Heute werden wir unter anderem über Hüftgelenke sprechen. Wir werden natürlich auch über das Knie sprechen. Herzlichen Dank an dieser Stelle für die vielen Fragen, die uns im Vorfeld erreicht haben. Natürlich werden Sie auch im Laufe dieser Veranstaltung einige Fragen haben. Das ist auch gut so. Schreiben Sie uns. Sie sehen hier auf der Homepage, und zwar müsste das auf dieser Seite sein, ein Kontaktformular, ganz an der Seite von der Homepage. Und dort können Sie einfach draufklicken. Dort finden Sie sowohl Telefonnummern als auch natürlich die E-Mail-Adresse. Diese ist info@sportklinik-ravensburg.de. Und die Herrschaften von der Sportklinik haben mir versichert, selbstverständlich werden alle Fragen, die dort eingehen werden, beantwortet. Also feuerfrei, auch gerne noch im Nachgang zu dieser Veranstaltung. Ich habe zwei Experten hier heute im Studio, die Sie möglicherweise auch schon kennen. Ich möchte sie Ihnen dennoch gerne vorstellen. Zu meiner Rechten sitzt Dr. Boris Ivanovas. Er ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Als anerkannter Experte widmet er sich seit Jahren ausschließlich, muss man sagen, seinem Spezialgebiet, dem Kniegelenk. In dieser Funktion ist er auch der Leiter des Kniezentrums der Sportklinik Ravensburg, zertifiziert durch die Deutsche Kniegesellschaft. Das ist nämlich auch wichtig, dazu später noch mal mehr. Herzlich willkommen, Herr Dr. Ivanovas. Schön, dass Sie hier sind. Guten Abend. Bekannt aus einem anderen Livestream ist Dr. Thomas Mattes, genießt weit über Ravensburg hinaus den Ruf als herausragender Spezialist für Hüftchirurgie. In diesem Gebiet ist er auch seit Jahren gelistet unter den Experten im renommierten Fokus-Magazin. Gerade für äußerst komplizierte Hüftgelenke erhaltene Operationen vertrauen die Patienten aus ganz Deutschland seiner Expertise. Herzlich willkommen, Herr Dr. Mattes, schön, dass Sie hier sind. Vielen Dank, gerne. Und man muss ja sagen, schön, dass Sie es geschafft haben, denn ja. Sie waren ja noch vor einer Stunde, genau, also bis um 18 Uhr, ja, waren Sie noch in einer OP. Was war das heute für ein Arbeitstag für Sie? Was haben Sie alles operiert? Typischerweise natürlich Hüften. Ja, hat sich eine Achillessehne noch dazwischen gemogelt. Die letzte OP war noch eine Hüftarthroskopie, ja, eins der Spezial-OPs. Und wie geht es Ihnen nach so einem Arbeitstag? Eigentlich noch ganz gut. Noch ganz gut. Da werden wir auch in dieser Veranstaltung hoffentlich nichts dran ändern. Ich hatte vorher noch kurz über das Thema Fokus-Magazin gesprochen. Also Sie gelten ja schon als Promi in diesem Bereich. Macht das irgendwas mit Ihnen oder ist Ihnen das eigentlich wurscht? Na, mir war immer wichtig, dass ich Patienten gut versorge. Deshalb habe ich auch während meiner 20 Jahre Universität in Ulm Tätigkeit eigentlich immer die Klinik auf den Schwerpunkt gelegt. Und das hat letztendlich auch dazu geführt, dass ich das erreicht habe, was ich jetzt erreicht habe. Aber ich glaube, wer mich kennt, geändert habe ich mich nicht wirklich dadurch. Und das ist auch gut so. Wir dürfen jetzt die Sportklinik genauer kennenlernen. Sie haben eine kleine Präsentation vorbereitet. Also von daher würde ich sagen, feuerfrei, Herr Dr. Mattes, führen Sie uns ein in die Sportklinik und was alles so hinter den Kulissen passiert.
Ja, im Video haben wir ja schon so groben Überblick gesehen, was die Sportklinik ist. Hier sehen Sie in unserem altehrwürdigen Gebäude im Heilig-Geist-Spital sind wir in Ravensburg untergebracht. Es gibt zentral noch diesen Anbau, den sieht man von vorne nicht. Hier ist unsere Station untergebracht, da können wir Sie in hochmodernen Räumen begrüßen. Dasselbe gilt auch für unsere Operationssäle in Ravensburg, modern ausgestattete Operationssäle, wo man mit aller Reinraumtechnik, mit allem Equipment sämtliche Operationen an Gelenken nach modernen Aspekten durchführen können. Die Sportklinik insgesamt hat sich so ein bisschen über Oberschwaben verteilt. Hier sehen Sie unsere Standorte in Ravensburg, unser zentraler Standort mit unserer Klinik, der Sportklinik und auch unserer Hauptpraxis. Dann haben wir noch einen Praxisstandort in Bad Waldsee. Dort machen wir ausschließlich Sprechstunden. Zusätzlich haben wir noch in Tettnang eine Sprechstunde und OP konsiliarisch in der Klinik in Tettnang. Und des Weiteren haben wir eine Kooperation mit Biberach und operieren noch in Laubheim. Dort allerdings nur OPs, keine Sprechstunden. Natürlich macht der Arzt alleine gar nichts. Ja, wir haben ein großes Team und das brauchen wir auch. Ja, nur im Team sind wir wirklich stark. Hier von unserem Sommerfest vor 2 Jahren. Letztes Jahr musste es leider ausfallen wegen Corona. Wir hoffen, dass wir dieses Jahr wieder was Ähnliches machen können. Ja, und man sieht im Endeffekt, dass die Motivation ja, letztendlich von unserem ganzen Personal auf die Patienten dann auch überspringt. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir solche Maßnahmen letztendlich machen. Und wir heißen nicht nur Sportklinik, wir betreiben dann auch selber Sport. Ja, da sind wir hier alle auf dem Bodensee. Ja, da bleibt weder ein Auge noch ein T-Shirt trocken, wenn wir solche Veranstaltungen für uns machen. Das ist dann unser Team der Ärzte, oben die ganze Reihe. Wichtig ist auch, wir sind nicht nur operationswild. Uns ist die konservative Therapie genauso wichtig und die schöpfen wir auch erstmal aus, bevor wir dann letztendlich, wenn es notwendig ist, zum Skalpell greifen. Wir haben hier dargestellt unsere 4 rein konservativ tätigen Ärzte. Die kümmern sich genauso um sie wie wir. Ja, wenn es dann auf die Operation rausläuft, haben wir ein ausgeprägtes Spezialistenteam. Was hier dargestellt ist, 8 Ärzte, die sowohl konservativ als auch operativ tätig sind. Jeder hat maximal 2 Gelenke oder 2 Bereiche als Schwerpunkt, damit man wirklich in seinem Gebiet, in seinem Gelenk dann eine hohe Expertise letztendlich hat. Das zeigt sich auch an der OP-Zahlentwicklung. Das mag jetzt viel erscheinen und eine steigende Kurve. Das liegt aber daran, dass wir die letzten Jahre auch mehr Ärzte gewinnen konnten für die Sportklinik. Ja, das sind jetzt zwar knapp 3.500 Operationen, aber wenn man bedenkt, dass wir weit über 20.000 Patientenkontakte pro Jahr in den Sprechstunden haben, ja, sieht man, dass trotzdem die konservative Therapie noch eine sehr große Rolle spielt. Wenn man mal guckt, wie sich die Operationen verteilen, dann sieht man, dass wir im Endeffekt einen großen Schwerpunkt im Endeffekt im Kniegelenk haben, ja, dann Hüfte und Schulter. Ja. Und das zeigt auch unsere hohe Spezialisierung, dass unten nur 50 sonstige OPs letztendlich sind. Das ist eigentlich was, was unsere Qualität letztendlich heraushebt, dass man tatsächlich in seinem Gebiet, in seinem Gelenk eine hohe Anzahl an Operationen macht und dort im Endeffekt dann auch alles bieten kann, was die operative Therapie benötigt. Wir betreuen natürlich auch Sport in der Region, hier die Mannschaften, die wir betreuen, ja, genauso aber auch die Einzelsportler. Auch das ist uns wichtig, dass wir im Endeffekt in der Betreuung von Sportlern sportmedizinisch, sportorthopädisch tätig sind, ja, und damit auch die Erfolge teilweise sichern. Wir sind auch tätig hier in der Charity. Wir versuchen im Endeffekt Motivation, Gelenkbewegung, Gelenkmotivation in die Breite zu tragen, wie hier beim Indoor-Cycling 24 Stunden. Ja. Das machen wir auch einmal pro Woche, ja, als Betriebssportgruppe. Ja, müssen sich ein oder andere aufs Rad setzen. Der Dr. Ivanovas kann da vielleicht was dazu sagen, wie man da dann schwitzt und atmet. Ja, ich bin eher der Sprinter, ja, deshalb für sowas weniger geeignet. Wir heißen Sie in unserer Sportklinik deshalb auch herzlich willkommen. Es ist schon gesagt worden, Termine, Fragen können Sie gerne auf unsere Webseite im Endeffekt positionieren. Das Problem ist, wenn morgen jetzt alle anrufen, die heute zuschauen, dann sind unsere Telefone dicht. Deshalb machen Sie am besten die Terminanfragen über unsere Webseite, auch Fragen, und wir rufen Sie dann zurück. Jawohl. Herzlichen Dank, Herr Dr. Mattes, erstmal für diese Einblicke, die wir gerade gesehen haben. Was haben wir heute in den Nachrichten gelernt? Die K-Frage ist bei manchen Parteien jetzt mittlerweile geklärt. Die C-Frage, da möchten wir jetzt nicht unbedingt ausufern drüber sprechen. Aber natürlich müssen wir schon insofern über Corona sprechen, als die Frage gestattet sein muss, ob denn jetzt eigentlich alle Operationen durchgeführt werden können, die durchgeführt werden sollten.
Also wir können momentan alle Operationen durchführen. Wir haben eigentlich ein sehr gutes Corona-Konzept von Anfang an. Und in der Sportklinik in Ravensburg hat man durch Corona bisher nicht wirklich Einschränkungen. Ja, wir haben sehr früh Schnelltests eingeführt, die man quasi für jeden Patienten, der operiert, letztendlich macht. Ja. Zum Glück waren bisher fast alle negativ, also es sind ganz wenig Positive rausgefiltert worden, die natürlich dann nach Hause in die Quarantäne müssen. Aber das ist weit, weit unter 1% an Operationen, die dann wirklich verschoben werden mussten. Es handelt sich ja um eine Privatklinik. Was heißt denn das ganz genau jetzt für einen Kassenpatienten? Müssen die draußen bleiben? Nee, also in die Sprechstunde kann zunächst jeder. Da haben wir ganz normale Kassenarztsitze. Ja, Ravensburg selber, unser OP-Standort, ist tatsächlich eine Privatklinik. Das heißt aber nicht, dass wir nur Privatpatienten operieren können. In Ravensburg können wir ambulant jeden Patienten operieren, egal wie er versichert ist. Wir haben auch mit verschiedenen gesetzlichen Kassen Verträge, dass man in Ravensburg Operationen durchführen kann. Damit wir aber tatsächlich keine Patienten wegschicken müssen und alle Patienten operativ versorgen können, die unsere Expertise wollen, haben wir eben die Kooperationen mit Tettnang und mit Biberach. Ja. Und die Patienten werden dann von uns in Tettnang oder in Biberach operiert, versorgt und auch täglich im Endeffekt besucht und nachbehandelt. Herr Dr. Ivanovas, kommen wir zu Ihnen. Sie sind zertifizierter Kniechirurg und Leiter des Kniezentrums. Was bedeutet denn das jetzt eigentlich ganz genau und wo ist denn der Unterschied jetzt vielleicht zu einer herkömmlichen orthopädischen Klinik? Also das Zertifikat, offizielles Kniezentrum, bezieht sich auf den Kniebereich der Sportklinik Ravensburg. Und es ist so, dass das ein Zertifikat ist, was vergeben wird für Kliniken oder Abteilungen, die sich hochspezialisiert im Kniebereich bewegen. Das muss man sich so vorstellen, dass es ein Team von Chirurgen und Medizinern ist, die sich ausschließlich nur mit dem Knie in der ganzen Tiefe, in der ganzen Bandbreite beschäftigen. Und da entsteht natürlich eine sehr hohe Expertise. Der Leiter muss selber auch zertifiziert sein, er muss seine Expertise nachweisen, er muss seine Zahlen bringen und es gibt 40 Kniezentren in Deutschland. Wir sind eins davon und da sind wir auch ganz stolz drauf, muss man sagen. Das heißt, Sie machen im Prinzip den ganzen Tag nichts anderes als Knie und das ist wichtig, um dort möglichst eine große Erfahrung zu gewinnen und vielleicht auch komplizierte Dinge lösen zu können. Es ist schon so, dass die orthopädische Chirurgie sehr komplex geworden ist, auch einfach technisch komplex. Wir haben viel mit technischen Apparaturen zu tun und es ist unendlich aufwendig geworden, alles zu beherrschen. Und das ist eventuell auch der Unterschied gegenüber einer vielleicht breiter aufgestellten orthopädischen Klinik, die das nicht in der ganzen Tiefe so abbilden kann, dass man, wenn man auf Ärzte trifft, die das den ganzen Tag machen. Das ist auch wirklich so. Wir beschäftigen uns rund um die Uhr mit diesem Gelenk. Ich mache seit vielen Jahren ausschließlich das Kniegelenk und Kreise um dieses Gelenk, man kann es nicht anders sagen. Und dementsprechend hat natürlich auch der Patient dann den Vorteil, dass er auch auf Therapeuten trifft, sowohl konservativ und natürlich auch operativ, die mehr Einsicht in diese Materie haben. Ich will es mal so fragen, wann sollte ich denn in ein Kniezentrum gehen? Ja gut, also es ist schon so, im Schwäbeländle sagt man ja, man geht zum Schmied und nicht zum Schmiedle, ja, sozusagen. Also wenn man Knieschmerzen hat, kann man sich schon bei uns vorstellen. Ja. Ich habe gesehen, Sie sind zertifiziert, allerdings nicht für die Ewigkeit, sondern das ist immer natürlich für eine kurze Dauer im Prinzip ja nur bis 2024. Warum eigentlich nur so wenige Jahre? Also es ist so, dass dieses Zertifikat nur für 5 Jahre vergeben wird. Die Deutsche Kniegesellschaft wurde vor 10 Jahren gegründet. Das ist Absicht, das heißt, da kann man sich nicht drauf ausruhen und sagen, es ist jetzt so und 20 Jahre läuft es und dann passiert auch nichts mehr, sondern man muss regelmäßig nacharbeiten. Man muss auch eine hohe Fallzahl bringen, wenn man es genau sieht. Wir haben da 3 Teilbereiche, wo wir zertifiziert sind. Die Prothetik, die Sportorthopädie und die Osteotomie. Und da müssen wir praktisch nacharbeiten. Wir müssen Lehre machen, wir müssen Wissenschaft machen, wir müssen Vorträge halten. Das Zertifikat für den Leiter ist für Dauer. Eine wunderbare Überleitung. Vorträge halten, so wie jetzt auch der erste Vortrag, den wir jetzt hören werden von Ihnen, Herr Dr. Ivanovas, und zwar zu dem Thema Knorpelschäden und Teilprothese am Kniegelenk. Wir sind gespannt. Ja, herzlich willkommen nochmal von meiner Seite. Erster Fachvortrag zum Kniegelenksersatz und auch zu den gelenkerhaltenden Maßnahmen. Es geht letztendlich darum, dass die meisten Patienten, die in die Kniesprechstunde kommen, Knieschmerzen natürlich haben. Das kann viele Ursachen haben, aber eins der Hauptgründe ist vor allem, dass es eben ein Knorpelschaden oder eine Arthrose sein kann. Und diese Frage stellt sich sehr häufig und da möchten wir nochmal den Bogen schlagen, dass eben nicht immer alles gelenkersetzend operiert werden muss. Es gibt eben auch Möglichkeiten, mit einem Teilgelenksersatz eine Lösung zu finden oder eben auch sogar noch am Knorpel was erhalten zu machen, um dort noch Zeit zu gewinnen. Ganz kurz zu den Ursachen einer Kniegelenksarthrose. Die Ursachen sind unter anderem Verletzungen in der Jugend. Das können Sportverletzungen
Hautverletzungen sein, an Meniskus, Kreuzbändern. Das ist ein häufiges Problem. Es ist natürlich auch das Übergewicht, das muss man klar so sagen. Die Last, die auf dem Kniegelenk ruht, die führt natürlich zu einem erhöhten Verschleiß. Und wenn man dann dazu noch eine Fehlstellung hat, also ein O- oder ein X-Bein, dann kann das dazu führen, dass der überlastete Anteil dann dementsprechend auch schneller verschleißt. Und logischerweise ist es so, wenn wir alt genug werden, dann bekommen wir in einem unserer Gelenke irgendwo eine Arthrose. Also das Alter spielt natürlich auch eine große Rolle. Zu der Kniegelenksarthrose ist es so, die Symptome sind unter anderem die Belastungsschmerzen, die Nachtschmerzen. Es kommt zu Beweglichkeitseinschränkungen, Muskelschwund, Funktionsverlust. Es führt zu Auswirkungen auf den Kreislauf, die Fitness und auch auf die Sterblichkeit. Es gibt sehr gute Untersuchungen aus der Geriatrie auch, die zeigt, dass wenn man aufgrund einer Arthrose, betrifft auch die Hüfte, sich nicht mehr in einer gewissen Gehgeschwindigkeit bewegen kann, dann ist auch die Lebenserwartung gesenkt. Das ist besonders im hohen Alter so. Und der alte Leitsatz, wer rastet, der rostet, gilt hier auch weiterhin, sodass letztendlich diese Kniegelenksarthrose eben eine Gelenkerkrankung ist, welche zu Schmerzen, Funktionsverlust und zu abnehmender Lebensqualität führt. Aber, und das ist das jetzt, wo ich Sie eigentlich mitnehmen möchte, der Knorpelschaden ist eben nicht gleich eine Arthrose. Diese Frage kommt praktisch jeden Tag mehrfach in der Sprechstunde. Ein Knorpelschaden wird eingeteilt in 4 Grade. Das ist eine etwas ältere Klassifikation nach Outerbridge. Sie sehen Grad 1 oben, das ist eine leichte Erweichung des Knorpels oben rechts im Bild. Und der Knorpel wird dann immer tiefer geschädigt, bis unten rechts dann der Knochen freiliegt. Das ist dann der viertgradige Knorpelschaden. Das hat der eine oder andere vielleicht in seinem Kernspinbericht schon mal gelesen. Die meisten Patienten wissen eigentlich schon ganz gut darüber Bescheid. Ich möchte Sie nicht mit Fakten langweilen, wir sehen hier aber nochmal die genauere und exaktere Klassifikation. Es ist diese ICRS-Klassifikation in der Mitte, wo man einfach nochmal sehen kann, dass dieser drittgradige Knorpelschaden genauer aufgeteilt ist in die Qualität des Schadens, weil sich da eben auch in der knorpelerhaltenden oder knorpelrekonstruktiven Therapie extrem viel getan hat. Jetzt ist es ja eigentlich ein Gelenkvortrag, wo wir über Kunstgelenke reden wollen. Wieso machen wir jetzt einen Knorpelausflug? Und der Hintergrund ist, dass Ihnen klar sein muss, egal welches Implantat Sie im Körper machen, es hält einfach nicht ewig. Und Sie sehen hier mal auf die Kniegelenke bezogen eine statistische Analyse, wo Sie sehen, für die blaue Linie oben, das sind die Vollgelenke und die grüne Linie sind die Teilgelenke am Kniegelenk aus dem Knee Journal. Und da sehen Sie, dass nach 20 Jahren ca. 90% der Vollgelenke noch im Körper sind, während bei den Teilgelenken noch ca. 80% im Körper sind. Das ist nicht schlecht, aber man muss natürlich sagen, wenn Sie einen 60-Jährigen operieren und ihm einen Teil oder ein Vollgelenk machen, dann wird er mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, mit einer normalen Lebenserwartung, wir lernen ja gerade sehr viel darüber, wie alt wir alle werden können, dann wird er mit einer hohen Wahrscheinlichkeit dann auch nochmal einen Wechsel benötigen. Und das sollte man, wenn es geht, eben nach Möglichkeit hinauszögern. Um das nochmal zu verdeutlichen, wann kann ich eigentlich noch einen knorpelrekonstruktiven Ersatz machen, ist immer die Frage, dass Sie eine umschriebene Fläche haben, die darf ruhig geschädigt sein, die kann auch größerflächig geschädigt sein, ähnlich wie so eine Fliese, die Sie da sehen, aber Sie brauchen irgendwo außenrum noch eine Zone, die einfach intakt ist. Das heißt, Sie brauchen eine Zone außenrum, wo Sie den Knorpel einbauen können. In dem unteren Bild sehen Sie ein Kernspinbild mit dem roten Pfeil und da sehen Sie einen ausgestanzten Knorpelschaden und sowas eignet sich ideal, das kann auch größer sein, aber Sie brauchen eine intakte Fläche außenrum. Wenn Sie natürlich so ein kaputtes Haus haben, wie rechts im Bild, da brauchen Sie keine Fliese mehr an die Wand hängen, das können Sie praktisch abreißen, was Neues machen, das wäre dann sozusagen der Totalschaden. Und die knorpelerhaltenden Maßnahmen sind unter anderem zum Beispiel die Mikrofrakturierung. Sie sehen hier in einer starken Vergrößerung ein arthroskopisches Bild. Das Gelbliche in der Mitte, das ist der Knorpelschaden, wo der Knochen schon frei liegt. Das ist eine starke Vergrößerung. Das ist ein Quadratzentimeter Defekt nur, der eben angebohrt wird. Und was Sie damit erreichen, ist, dass Sie eine Einblutung ermöglichen. Das heißt, dass aus diesem tiefer gelegten Knochenmark Reparaturzellen hereinsprossen und dann diesen Defekt eben decken können. Es entsteht dort ein Faserknorpel, das ist ein Reparaturknorpel, der nicht die allerhöchste Qualität hat, muss man sagen. Es ist eine Art Narbenknorpel und dementsprechend nur für kleine Defekte günstig. Sie können auch tiefer gelegte Knochenschäden noch mitbehandeln, wie hier oben links im Bild. Dort sehen Sie an den kleinen weißen Pfeilen, dass da auch noch so eine Zyste mit im Knochen ist, mit dem drunterliegenden Knorpelschaden. Und da können Sie einen Zylinder an einer Stelle nehmen, diesen dann einfalzen und haben praktisch beides auf einmal mitbehandelt. Nennt sich Mosaikplastik. Auch das ist nur für eine gewisse Größe reserviert. Also da ist maximal so 1,5 Quadratzentimeter Defektstrecke, können Sie damit aufbauen. Wenn Sie was Größeres machen wollen, funktioniert auch sehr gut. Und da hat sich eine Unmenge an Datenlage entwickeln lassen in den letzten Jahren. Da sind wir bei der Knorpelzell
Transplantation. Und das heißt, dass man Knorpelzellen dem Patienten in der ersten Operation entnimmt, dann im Labor züchtet. Das kann zwischen 4 bis teilweise 6 bis 8 Wochen gehen. Das hängt ganz davon ab, welchen Anbieter Sie wählen, und können es dann sozusagen bestellen, entweder in dieser Gelform, wie Sie oben im Bild sehen, dass Sie das in so einer Gelform dem Patienten wieder zuführen, oder in so Spheroiden, wo Sie so Kügelchen bekommen, oder als Membran, das Sie dann einnähen, einkleben müssen. Aber Sie hören schon, es sind 2 Operationen, die Sie machen müssen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, Patient hat natürlich eine verlängerte Reha-Zeit für die Phase, wo diese Zellen im Labor dann kultiviert werden müssen. Sodass man auf der Suche ist nach Methoden, wo man das einseitig machen kann, auch mit gleichwertigen Ergebnissen. Und da hat sich eigentlich in den letzten Jahren mit sehr guter Datenlage diese membranunterstützte Knochenmarkstimulation herauskristallisiert, wo Sie diese Verfahren kombinieren. Sie machen diese Anbohrung und machen eine Membran obendrauf, die Sie dann, wie oben rechts im Bild gesehen, entweder einnähen oder einkleben können. Und dann haben Sie praktisch den Effekt, dass Sie diese einsprossenen Zellen, wie Sie mit einem Kochtopfdeckel, dann in den Defekt drin halten mit einer sehr hohen Konzentration. Und der Defekt wirklich sehr gut auch damit repariert werden kann. Es gibt noch weitere Verfahren, wo Sie die Knorpelzellen direkt entnehmen, dann im OP klein häckseln, also sozusagen aufschneiden und sie dann wieder in den Defekt einbauen. Das ist noch in der Erprobung, aber ist auch von hohem klinischen Interesse. Kommen wir jetzt mal zu einem Punkt, wo das eben dann nicht mehr funktioniert. Ich habe Ihnen hier ein Röntgenbild mitgebracht mit dem roten Kreis. Das ist ein Kniegelenk, das unter Druck gesetzt worden ist. Und Sie sehen auf der Innenseite, dass hier Knochen auf Knochen liegt. Das sollte wie rechts im Bild eigentlich ein Abstand sein, wo noch Meniskus dazwischen ist oder ein Knorpel. Und Sie sehen, da ist einfach gar nichts mehr. Da ist Knochen auf Knochen. Und hier ist einfach ein Knorpelersatz nicht mehr möglich. Das ist diese klassische Situation, wo Sie mit einem Ersatz nicht mehr zurechtkommen, wo Sie am Knorpel auch keine Struktur mehr außenrum haben, wo Sie was einbauen können. Und es muss nicht immer alles komplett ersetzt werden. Sie können, wenn Sie ein Gelenk haben, was nur einen Teilschaden hat, wo Sie mit den knorpelregenerativen Maßnahmen zu spät kommen, eben auch einen Teilgelenksersatz machen. Und das sind vor allem diese 2 Prothesentypen am Kniegelenk eigentlich Standard, nämlich diese Schlittenprothese links im Bild oder dieser patellofemorale Ersatz hinter der Kniescheibe. Die Voraussetzungen für eine Teilprothese sind, dass Sie eine gute Bandsituation haben, insbesondere das Vorderkreuzband muss gut sein. Der Rest des Kniegelenkes muss intakt sein. Sie brauchen eine gute Beweglichkeit. Die Achse darf nicht zu krumm sein, weder zu krumm O-beinig, zu krumm X-beinig. Und Sie brauchen vor allem die passende Symptomatik. Es ist entscheidend, dass der Patient Ihnen wirklich auch genau sagen kann, nur da tut es weh und nicht so ein diffuser Schmerz. Das heißt, die Indikationsstellung für eine gut funktionierende Teilprothese fällen Sie eigentlich schon in der Sprechstunde und nicht erst im Operationssaal, wo Sie dann reingucken. Ich habe Ihnen mal so ein Video mitgebracht, wo man mal sieht, wie das funktioniert. Das ist also so eine Teilprothese, die in den Knochen eingebaut wird. Das ist eine mediale Schlittenprothese, die Sie sehr, sehr häufig machen. Das ist der häufigste Eingriff der Teilprothetik. Und Sie sehen schon hier, dass es eigentlich sehr knochensparend ist, weil Sie machen nur so ein kleines Fensterchen auf der Innenseite raus. Das ist circa 4 bis 6 mm Tiefe, wo Sie da runter müssen. Sie müssen praktisch Platz schaffen für diesen Ersatz. Dann machen Sie an der gegenüberliegenden Knochenseite auch so eine kleine Schuppe weg. Das sind auch so um die 4 mm, je nach Defektausdehnung und Defektgröße. Und dann haben Sie eigentlich schon einen Raum geschaffen, wo Sie hier diese Prothese einbauen können. Sie müssen das Ganze dann noch abgraten und dann können Sie schon, wenn Sie das Lager präpariert haben, dann diese Prothese einsetzen. Das wird in der Regel zementiert. Das ist ein dreiteiliger Prothesenaufbau. Ich habe Ihnen auch ein Modell mal mitgebracht, können wir nachher noch gemeinsam angucken. Es wird also einzementiert. Es gibt zementfreie Varianten, aber eigentlich ist das der Standard. Und dann kommt dazwischen noch ein Kunststoff-Inlay, was dann dazwischen eingebaut wird und diese Gleitfähigkeit dann ermöglicht. Und Sie sehen schon im Bild jetzt, dass Sie eigentlich 2/3 des Gelenkes im Prinzip unberührt lassen. Und das ist also sehr knochensparend. Und das Ganze geht auch hinter der Kniescheibe. Da ist es nicht ganz so häufig, weil dieser Arthrose-Typ einfach nicht so häufig vorkommt, wo Sie eine isolierte Arthrose hinter der Kniescheibe haben. Da können Sie unter anderem dann die Kniescheibenrückfläche abtragen. Ich habe heute so eine Prothese operiert. Das ist nicht so schwierig. Man muss den richtigen Patienten eben raussuchen da dafür. Und dann können Sie das Gleitlager auch hier verbessern, indem Sie so eine kleine Schuppe abtragen. Sie haben dann das Lager für diesen Schlitten dann geschaffen. Auch da machen Sie dann so Verankerungslöcher, bauen dann diese Gleitfläche ein. Und wenn es notwendig ist, muss nicht immer sein, machen Sie noch eine Rückfläche auf die Kniescheibe drauf. Manchmal kann man es auch lassen, wenn die Arthrose hinter der Kniescheibe nicht so weit fortgeschritten ist. Setzen Sie es zusammen und auch hier haben Sie dann praktisch nur einen Teil des Gelenkes ersetzt und Sie haben das Problem gelöst, ohne dass Sie gleich alles dann
behandeln müssen. Auf den Röntgenbildern schaut es so aus, oben in der oberen Reihe nochmal die Prothese zu sehen, was sie am häufigsten machen, von vorne und von der Seite. Unten links im Bild geht der Schlitten auch auf der Außenseite. Da wird es schon ein bisschen für Experten, muss man sagen, das ist ein bisschen schwieriger zu operieren. Und das rechte Bild und rechts in der Mitte ist dann der Rückflächenersatz hinter der Kniescheibe. Vorteile sind ganz klar, kleinerer Hautschnitt, geringeres Gewebetrauma, Bänder und zwei Drittel bleiben unberührt, sie haben eine gute Beweglichkeit, eine schnellere Reha und sie können es vor allem leichter wechseln, weil sie natürlich viel weniger Metall dann wechseln müssen. Und für den Patienten heißt es unter anderem auch, dass er eben eine verkürzte Zeit im Krankenhaus haben kann und er hat vor allem, und das betrifft vor allem die älteren Patienten, auch Schlitten sind für ältere Patienten eine hervorragende Lösung. Deswegen wird es manchmal auch als die Meniskusbehandlung des Alters bezeichnet, mit einem geringeren OP-Risiko behaftet, weil die Leute einfach schnell auf die Füße kommen. Sie haben also ein geringeres Risiko für eine Thrombose, für eine Lungenentzündung oder für Herzprobleme, eine schnellere Reha und eine bessere Bewegungsfunktion. Aber, und das ist meine letzte Folie zu diesem Vortrag, das Entscheidende ist die Erfahrung des Operateurs. Sie sehen hier eine Meta-Analyse aus dem Journal of Arthroplasty, wo 12.520 Kunstgelenke am Knie nachuntersucht worden sind. Das ist eine immense Datenlage, Level 2, sehr hochwertige Studie. Und da konnte gezeigt werden, dass je höher die Stückzahl und die Anteil der Teilprothesen in dem Zentrum gemacht werden, umso besser sind die Ergebnisse. Das heißt, die Erfahrung des Operateurs ist ganz klar der Schlüssel zum Erfolg. Wenn man sagen kann, dass bei diesen 180.000 Knieprothesen, die im Jahr eingebaut werden in Deutschland, circa der nationale Level im Schnitt so bei 15% Teilprothetik liegt, dann sind in Zentren, die das viel machen und sich gut damit auskennen, ist der Teilprothesen-Level deutlich höher, fast bei 35%. Und das macht es dann eben auch aus, weil man dann auch viel mehr Probleme mit einer Knochensparenoperation abholen kann. Und dann bin ich mit dem ersten Vortrag auch schon durch und darf übergeben an den Dr. Mattes zur Fast-Track-Surgery. Dr. Mattes ist ein sehr schneller Operateur. Jetzt wollen wir mal hören, ob das auch der Hintergrund von seinem Vortrag ist. Herzlichen Dank, Herr Dr. Ivanovas. Ja, die Fast-Track-Surgery, eigentlich aus meiner Sicht ein schlecht gewählter Begriff. Letztendlich war es früher doch so, wenn man eine Operation hatte, teilweise lag man erst mal eine Woche im Krankenhaus, bevor man überhaupt drankam. Dann wurde man irgendwann operiert, dann musste man wochenlang im Bett liegen. Links oben, das sind noch ganz historische Bilder, wo man quasi teilweise in Streckverbänden über Monate lag. Ja. Dann hat man viele Schläuche gehabt, Drainagen, Infusionen. Ja. Man war von der Pflege über Tage abhängig, ja, und man fühlte sich richtig krank im Krankenhaus nach einer Prothese oder aber auch nach vielen anderen Operationen. Letztendlich hat dann hier Henrik Kelle aus Dänemark 1992 erstmal gesagt, das geht ja eigentlich besser. Ja. Ich möchte ja eigentlich schnell zufriedene Patienten, die sich nicht mehr krank fühlen. Ja. Weil eigentlich ist eine Operation ja nicht so, dass man danach krank sein muss, weil man möchte ja eigentlich eine Verbesserung der Lebensqualität. Und dann haben sie in Dänemark begonnen, sogenannte Fast-Track-Surgery bei Darmoperationen einzuführen. 1992, 2013 kam das Gleiche dann auch in der Knie- und Hüftendoprothetik. Letztendlich ist aber so, dass einfach dieser Begriff Fast-Track-Surgery, also schnelle Operation, schneller Operation-Track, eigentlich nicht gut gewählt ist. Deshalb kam relativ schnell auch aus dem Englischen die Rapid Recovery, also nicht der Schwerpunkt auf die schnelle Operation und Patient schnell wieder aus dem Krankenhaus raus, sondern die schnelle Genesung. Dass der Patient zwar noch im Krankenhaus ist, dass er noch behandelt wird, ja, aber dass er einfach schneller nicht mehr dieses Krankheitsgefühl hat und damit auch zufriedener ist. Das sind verschiedene Faktoren, die das im Endeffekt dann beeinflussen. Das eine ist das Qualitätsmanagement der Klinik insgesamt, dass Abläufe einfach standardisiert ablaufen, ja, dass nicht quasi jeden Tag entschieden wird, was mache ich jetzt mit dem Patienten, sondern dass man von vorne weg auch mit dem Patienten reden kann, was an welchem Tag auf einen zukommt. Deshalb auch Patientenschulung. Das, was wir gerade für Sie machen, das ist eine Patientenschulung. Corona-bedingt haben wir neue Formate natürlich entwickelt. Ja, früher waren das große Säle. Ja. Aber das ist unheimlich wichtig, dass Sie vorher eigentlich schon Bescheid wissen. Und wir sehen auch, wenn Patienten bei Vorträgen von uns waren oder auch solche Livestreams anschauen, die kommen dann schon mit ganz anderem Wissen in die Sprechstunde, auch geht mit anderer Motivation in die Operation. Dann ist wichtig das Blutmanagement, dass man so gering wie möglich einen Blutverlust hat. Das ist wichtig für den Kreislauf, dass man schnell mobilisieren kann, also die frühe Mobilisation. Dazu gehört auch eine weichteilschonende Operationstechnik. Und ganz, ganz wichtig, ja, Schmerz ist immer quasi was einen krank macht. Ja. Also eine gute Schmerztherapie ab der Operation, wichtig, dass man sich nicht krank fühlt und schnell mobilisierbar ist.
Beim Blutmanagement muss man ganz klar sagen, da hat man viel getan. Wir haben eine Transfusionsrate weit unter 1%. Das heißt, wenn wir 1000 Kniegelenke operieren und Hüftgelenke, da braucht vielleicht ein Patient mal Blut. Wie erreicht man das? Zum einen durch die OP-Technik, eine akkurate Blutstillung, eine weichteilschonende Operationstechnik, dass der Blutverlust schon geringer ist. Dann bei großen Operationen, das sind bei uns aber eigentlich nur Knie- und Hüftprothesen-Wechseloperationen, setzen wir auch Cell-Saver ein. Das heißt, das Blut, das der Patient während der Operation verliert, wird gesammelt, gewaschen und er bekommt sein eigenes Blut wieder. Bei einer normalen Knie- und Hüftprothese brauchen wir das eigentlich nicht. Und dann sicherlich ein Meilenstein im Blutmanagement, die Tramexansäure, ein spezielles Medikament, was man bei der Operation schon bekommt, was den Blutverlust letztendlich reduziert. Ganz, ganz wichtig für den Patienten, so schnell wie möglich wieder selbstständig werden. Dazu gehört eben mit einem guten Blutmanagement, mit einer guten Schmerztherapie, mit einem guten Kreislauf, dass man am OP-Tag schon das erste Mal aufstehen kann. Dazu gehört auch, dass man keine Drainagen mehr legen oder ganz, ganz selten, weil jeder Schlauch, der hindert einen am Aufstehen. Bei der Hüfte zum Beispiel auch, früher musste man wochenlang auf dem Rücken liegen, ja, ist nicht mehr so. Die Hüften sind stabil, sie können relativ früh auf die Seite oder auch auf dem Bauch liegen. Sitzen gibt es eigentlich gar keine Einschränkung. Ja. Und diese schnelle Mobilisation verhindert auch den weiteren Muskelabbau, der durch die Arthrose sowieso schon eingetreten ist und führt dazu, dass sie einfach schneller mobil werden und auch, dass sie früh ihren Kreislauf wieder trainieren können. Damit erlangen sie eigentlich innerhalb kurzer Zeit wieder ihre Selbstständigkeit, was extrem wichtig für die Psyche, die Motivation nach der Operation und auch für die Lebensqualität ist. Dass es funktioniert, wobei das nicht bei jedem Patienten so, da muss man auch die Patienten wirklich auswählen. Das ist ein Patient, den ich vor ein paar Wochen operiert habe. Was ich auch sehr selten mache, aber das ist wirklich ein spezieller Patient, Hüftprothese auf der linken Seite, Knieprothese auf der rechten Seite an einem Tag in einer Operation. Und da sehen Sie, wie der quasi mit zwei neuen Gelenken, links Knie, rechts Hüfte, nach zwei Tagen läuft. Auf der rechten Seite sehen Sie das Video. So, meine Lieben, ja. Berichte hier vom Hohen Zinken. Ja. Am Nachteil 2222 Meter. Ja. Von einem kleinen Rundblick. Ja. Und zwei kleine 38. Tag Post-OB. Ja. Schmerzfrei am Zinken, ohne Chemie, ohne Dopingmittel. Und da sehen Sie, also das funktioniert. Ja, das ist natürlich nicht unsere Empfehlung, dass man quasi 38 Tage nach einer Operation auf beiden Seiten 2200 Meter hoch geht. Das geht wirklich nur mit ausgewählten Patienten. Das zeigt aber doch, dass im Endeffekt solche Eingriffe schonend durchgeführt werden können, dass man früh mobilisiert werden kann, ja, und dass man relativ früh seine eigentlich vorher eingeschränkte Funktion sogar verbessert letztendlich wieder hat. Jawohl. Erstmal herzlichen Dank an dieser Stelle, Herr Dr. Mattes. Das waren ja ganz erstaunliche Bilder, die Sie uns gezeigt haben, vor allen Dingen von Ihrem Patienten da auf dem Berg nach dem 38. Tag. Das ist ja irre. Wir haben natürlich schon einige Zuschriften bekommen, auch auf der Homepage. Eine, die jetzt dazu beispielsweise gut passt, ist die Frage, wie schnell ist eigentlich schnell? Also wenn wir über Fast-Track-Surgery sprechen, also Sie haben gerade gesehen, mit 38 Tagen, das ist schon außergewöhnlich. Aber was wäre denn jetzt, sage ich mal, eher so Standard Ihrer Meinung nach? Also letztendlich ist es schon schnell. Also unser Ziel ist tatsächlich, dass ein Patient innerhalb ein, zwei Tage selbstständig gehen kann, selbstständig aufstehen kann. Ja. Wir planen immer ungefähr so nach 5 bis 8 Tagen, dass er in die Reha geht, ja, und da schon weitgehend selbstständig ist. Man muss natürlich sagen, der Muskelaufbau und gerade die zementfreien Gelenke an der Hüfte, der Prozess bis das Einhaltingknochen, das dauert trotzdem ungefähr 3 Monate. Das sind biologische Prozesse, die sollte man auch letztendlich beachten, weil man möchte ja langfristig ein gutes Einheilungsergebnis. Aber was jetzt die Mobilisation für die Alltagsmobilisation angeht, kann man wirklich sagen, da ist man eigentlich so zwischen 2 und 5 Tage so mobil, dass man dann in der Reha weitgehend selbstständig ist. Könnte ich mir aber vorstellen, Herr Dr. Ivanovas, dass die Leute dann vielleicht meinen, ein bisschen zu viel zu machen, was man eigentlich nicht machen sollte, oder? Also es ist schon ein schmaler Grat, man muss schon trainieren. Das ist ein bisschen typenabhängig. Es gibt den Patienten, den man so ein bisschen motivieren muss und ihm auch das Vertrauen mitgeben muss, wenn man sagen, das funktioniert, und ihn ein bisschen anschuckern. Und es gibt auch den Patienten, der auch überdreht und zu schnell und zu früh will. Da die goldene Mitte macht es schon aus. Man muss schon ehrlicherweise sagen, dass die Kniegelenke im Vergleich zu den Hüften etwas länger brauchen, bis sie so rundlaufen und bis der Patient da vorankommt. Also die 3-Monats-Marke ist schon fürs Knie auch ganz gut.
Er hat am Anfang ein bisschen Schwellung, ein bisschen Wärmeentwicklung und da braucht er ein bisschen Unterstützung mit Physiotherapie. Aber dann funktioniert es schon. Ist es denn auch möglich, dass ich quasi mit einer Knievollprothese auch einen solchen Berg ohne weiteres besteigen könnte, wie wir es gerade auch gesehen haben? Ist sicherlich das ganz klar das Ziel und ist auch die Sportart, darüber sprechen wir ja nachher noch, die man auch wahrnehmen sollte, das Wandern. Jetzt, das ist jetzt sicherlich ein Beispiel, sagen wir mal so, das jetzt eher nicht so den Alltag entspricht, ja, muss man sagen, aber es ist sicher ganz, ganz klar die Sportart, die man den Leuten auch nahelegt, auch in der Sprechstunde sagt, also Wandern, das fragen auch die meisten in dieser, sagen wir mal, in dieser Bevölkerungsgruppe, die sich mit sowas beschäftigen, und Wandern muss ganz klar auch das sein, was man den Patienten anbieten muss. Und wie das Ganze mit einer Vollprothese am Kniegelenk funktionieren könnte, das zeigen Sie uns jetzt in Ihrem Vortrag. Ja, wir machen weiter mit der Vollprothese am Kniegelenk. Ich möchte Ihnen nochmal das Indikationsröntgenbild zeigen von dem Schlitten, den wir vorher gesehen haben. Wenn Sie natürlich dann so ein Röntgenbild haben, wo alles kaputt ist, das können Sie mit einer Teilprothese nicht mehr abholen. Das funktioniert auch einfach gar nicht mehr, weil meistens auch die Beweglichkeit dann auch so schlecht ist, dass Sie das nicht damit vernünftig therapieren können. Und was dann indiziert ist, ist eine Vollprothese. Und eine Vollprothese wird irrtümlicherweise von den Patienten oft so wahrgenommen, dass da auch viel am Knochen entfernt werden muss. Nein, es ist nicht so. Ein normaler, total endoprothetischer Ersatz ist dieses Modell, was Sie hier sehen. Das ist also eine Kappe, die auf den Oberschenkelknochen aufzementiert wird. Das ist wie eine Krone auf dem Zahn. Sie haben einen dreiteiligen Prothesenaufbau. Dazwischen so ein Kunststoffinlay, ein ultrahochvernetztes Polyethylen, so heißt es im Fachjargon, und haben ein Plateau, was Sie auf den Schienbeinkopf dort draufsetzen. Und es ist so, dass sich die Entwicklung der Prothetik in den letzten Jahrzehnten eigentlich diesem Modell im Wesentlichen angenähert hat. Also alle Hersteller haben im Wesentlichen das ähnliche System im Portfolio, wo sie vor allem eine asymmetrische Oberschenkelkomponente haben, ein Inlay, ein Zwischenstück, das in unterschiedlichen Geometrieformen verschiedene Stabilitätsvarianten ermöglichen kann. Aber letztendlich ist es ein Prothesentyp, der nur Kontakt, aber keine Verzahnung zueinander hat, also ein Oberflächenersatz ist. Ich habe Ihnen mal ein Video mitgebracht zu dem Bewegungsablauf eines natürlichen Kniegelenkes. Und es ist völlig anders als bei einer Hüftprothese. Sie sehen jetzt Ihr Kniegelenk von oben, schauen Sie auf Ihr Knie. Vorne ist die Kniescheibe, rechts ist praktisch die Außenseite. Und Sie sehen, dass in tiefer Beugung das Knie nach hinten so eine Rollgleitbewegung, ein Rollback vollführt. So nennt sich das. Das spielt auch in der Kreuzbandchirurgie eine große Rolle. Das ist also überhaupt nicht symmetrisch. Das ist kein Scharniergelenk, sondern Sie haben eine völlige asymmetrische Bewegung. Auf der Innenseite ist es eher zentriert. Und das mit einem Kunstgelenk abbilden zu können, ist natürlich sehr schwierig. Im Gegensatz zu der Hüfte zum Beispiel, wo das Gelenk einfach eine Kugel ist. Und das Entscheidende ist, bei der für das Gelingen einer guten Knieprothese ist, dass sie Ihnen klar ist, dass diese Prothese zwar Kontakt hat, aber dass die Prothese geführt wird durch die Seitenbänder, die diese Prothese stabilisieren. Und wenn Sie sich diesen asymmetrischen Bewegungsablauf nochmal verdeutlichen, dann müssen Sie so die Bänder einstellen, dass Sie eine gute Stabilität sowohl in der Streckung als auch in der Beugung und im Wesentlichen in allen zwischenliegenden Bewegungsgraden haben, damit diese Prothese überhaupt funktioniert. Der knöcherne Anteil, dafür gibt es Schablonen, wo Sie mitarbeiten können. Aber das Entscheidende ist die Weichteilchirurgie und das ist das, was das Wichtigste ist. Der Vorteil im Vergleich zu einer Teilprothese ist, dass Sie eben die Beweglichkeit auch mit verbessern können, insbesondere dann, wenn Sie eine schlechte Beweglichkeit haben. Das geht mit einer Teilprothese nicht so. Sie können eine Achse verbessern, wenn Sie ein grobes O- oder X-Bein haben, dass Sie das auch ausgeraden. Sie behandeln natürlich die gesamte Arthrose und letztendlich ist es auch ein knochensparendes Operieren, weil Sie eben nur die Oberfläche behandeln. Also der Oberflächenersatz heißt, dass Sie am Schienbeinkopf hier links im Bild so eine kleine Kappe entfernen, wo Sie mit einer leichten Neigung nach hinten diesen Stift in den Knochen einarbeiten, das aufsetzen. Sie haben in der Mitte diese Abkantschnitte für diesen Oberschenkelanteil und dazwischen kommt dieses Kunststoffinlay und wenn es sein muss, was aber seltener wird, eben diesen Rückflächenersatz an der Kniescheibe. Ich möchte nochmal auf diese Fast-Track-Geschichte eingehen und nochmal, da bin ich völlig d'accord mit Dr. Mattes, es ist so, dass es eben nicht darum geht, den Patienten schnell loszuwerden, sondern es geht darum, dass der Patient mit guter Stimmung und Vertrauen direkt aus der Operation in seine direkte Reha-Phase hineingeht. Und da kann man ihn sehr gut unterstützen mit den genannten Blutmanagement-Verfahren, wo ich nicht näher darauf eingehen will, aber insbesondere durch diese lokale Schmerzbehandlung, die wir jetzt am Kniegelenk machen. Seit ein paar Jahren haben wir extreme Fortschritte gemacht, um vor allem
allem die Akutphase des Patienten leichter zu machen. Sie müssen sich Folgendes vorstellen: Sie sind in Narkose und Sie haben einen Hautschnitt und das ist schmerzfrei, weil Sie in Narkose liegen. Trotz allem entsteht ein elektrischer Impuls, der das Gehirn mit einer Alarmbereitschaft versorgt. Und diesen elektrischen Impuls, wo praktisch der Erregungszustand des Gesamtorganismus erhöht ist und es dann auch hinterher mit mehr Schmerzmittelbedarf einhergehen kann, weil eben so ein Schmerzprogramm im Kopf geschrieben wird, kann man mit diesen lokalen Infiltrationstherapien aufhalten. Und das ist was, was uns extrem weitergebracht hat in der Akutphase, was dem Patienten wirklich gut tut, ist, dass sie am offenen Kniegelenk dann schon während sie die Operation durchführen, noch bevor sie die Prothese einbauen, eben Spritzen setzen mit einem langwirksamen, hochdosierten lokalen Schmerzmittel, wo sie die ganzen Gewebeschichten, die Kapsel, die Muskelsehnen, selbst unter der Haut, direkt nach dem Hautschnitt alles einspritzen und der Patient dann viel besser auf die Startbahn kommt, auch viel mehr Vertrauen in sein Kniegelenk hat und auch besser mobilisiert werden kann. Und das ist einfach auch für die Nachsorge und für die Stimmung vom Patienten einfach viel besser, weil er gleich merkt, das funktioniert auch und das ist eine gute Sache und ich mache auch Fortschritte und da spielt der Kopf schon sicherlich auch eine große Rolle. Wichtig ist, dass man bespricht, was kann ich erwarten. Sie können natürlich die Beweglichkeit verbessern. Das ist das Ziel, wenn man eine schwere Arthrose hat, dass man besser bewegen kann, insbesondere fürs Radfahren. Sie sollen natürlich eine Schmerzreduktion ermöglichen, eine bessere Lebensqualität. Die Aktivität soll verbessert werden und eine gewisse sportliche Betätigung natürlich dann auch ermöglichen. Was nicht so gut geht beim Kniegelenk, muss man sagen, dass Sie ständig drauf rumknien. Das ist sicherlich was, was man auch rechtzeitig erwähnen muss. Schweres Tragen im Beruf und Alltag ist auch was, was man diskutieren muss, also insbesondere bei jüngeren Patienten unter 60, die noch im Berufsalltag sind und schwer tragen müssen. Da muss man schon genau überlegen, ob das dann wirklich schon sein muss. Und Kontaktsport geht natürlich auch nicht so richtig gut. Nochmal die Überlegung, Prothesen, wie vorher gezeigt, halten nicht ewig, ca. 20 Jahre fürs volle Knie, für die Teilprothese ca. 80% nach 20 Jahren noch drin. Und die Hauptgründe, dass eine Prothese gewechselt werden muss, ist eben die Lockerung, dass eine Prothese auslockern kann. Das kann auch verschleißen, so ein Gelenk, aber es ist oft eine Kombination, dass eben dieses Kunststoff-Inlay einen Abrieb erfährt, jede Oberfläche erfährt in einer gewissen Form einen Abrieb, manche mehr, manche weniger. Und bei diesem Kunststoff-Inlay haben diese Partikel eben die Eigenschaft, dann eben dieses Interface, also sprich den Prothesenaufsatz auf dem Knochen, etwas anzugreifen, was zu einer Lockerung führen kann. Auch die zunehmende Instabilität der Bänder spielt eine Rolle. Wenn das Knie immer instabiler wird, kann man nicht mehr so richtig gut laufen. Und natürlich gibt es auch schleichende Infektionen, die dazu führen können, dass man eine Prothese wechseln muss. Bei der Teilprothese, weil wir das vorher angesprochen hatten, kommt noch dazu, dass Sie einen Arthrose-Progress haben können in dem Bereich, den Sie ja gar nicht therapiert haben. Das heißt, der Patient, der eine Teilprothese bekommt, der muss natürlich sorgfältig ausgewertet werden. Und 30% der Schlitten, die Sie wechseln, werden deswegen gewechselt, nicht weil der Schlitten nicht funktioniert, sondern weil die Arthrose im anderen Gelenkabschnitt dann zunimmt, plus 25% Allgemeinlockerung. Aber da sind Sie schon weit über 50%. Aber Sie wechseln eben leichter, als wenn Sie eine Vollprothese auf noch eine größere Prothese wechseln müssen. Weil, das ist mal ein Überblick über die Revisionssysteme, die wir zur Verfügung haben. Sie sehen, es wird immer größer und immer invasiver. Das muss auch so sein. Sie haben spezielle Augmente, das sind kleine Keile oder Unterstützungen aus Metall, wo Sie Knochendefekte aufbauen können. Mit speziellen Cones können Sie auch größere Defekte ausgleichen. Diese Stiele werden immer länger, um eine Kippstabilität im Knochen zu ermöglichen. Und vor allem der Kopplungsgrad steigt dann. Kopplung heißt, dass dieses Prothesensystem jetzt doch die Funktion übernimmt, dass Sie miteinander eine Verzahnung haben. Hier links im Bild sehen Sie, dass das Inlay etwas höher kommt und dass so ein Zapfen in der Mitte ist, der die eine gewisse Seitenbandstabilität übernehmen kann. Und wenn Sie es ganz gravierend als hohe Kopplung brauchen, rechts im Bild ist so ein Rotationsknie, wo Sie so einen Stift noch quergeschossen haben, der praktisch die Seitenstabilität komplett übernimmt. Aber es ist wichtig, dass dadurch auch die Rigidität des Systems steigt. Das heißt, Sie haben an den Enden, wo Sie es implantieren, auch eine höhere Scherkraft. Und dementsprechend ist immer das Ziel in der Prothetik, so wenig Kopplung wie möglich zu machen. Deswegen fängt man immer mit den kleinstmöglichsten Prothesen an, weil die dann auch am längsten halten. Das Wichtigste für eine erfolgreiche Implantation, und das ist uns eigentlich der Schlüssel zum Erfolg, muss man sagen, ist, dass man diese Beratung mit dem Patienten, dass man die vernünftig führt. Man muss das ohne Zeitdruck machen, man muss die Erwartungen und Sorgen besprechen, was der Patient möchte. Das ist sicherlich auch viel subjektive Einschätzung mit dabei und vor allem muss den Leidensdruck abklopfen. Das ist was Entscheidendes. Eine Vollprothese macht man nicht, weil man, wie ich mal einen Patienten hatte, der sagt, er möchte ein neues Kniegelenk haben, weil er nächstes Jahr eine Klasse höher Tennis spielt, also braucht ein neues Gelenk. Den kann man natürlich nicht operieren, das funktioniert so nicht.
dem Sie müssen ihm schon sagen, was kann die Prothese leisten und was kann sie nicht leisten. Und Sie müssen konservativ natürlich alles ausreizen. Und am besten funktioniert es, wenn der Patient von sich aus kommt und sagt, so, jetzt habe ich alles durch, so kann es nicht weitergehen und doch, jetzt mach. Und dann haben Sie durch diese Maßnahme ein so hohes Delta, wo Sie dann tatsächlich ihm wirklich auch was Gutes tun können und die Ergebnisse hervorragend sind. Und damit bin ich mit den Knievorträgen durch. Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Ivanovas. Gleich geht es weiter eben mit der Hüftprothese. Aber zunächst erst noch mal zu dem Knie. Sie haben uns ja mal zwei Prothesen mitgebracht. Liebe Zuschauer, das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Vielleicht darf ich mal eine haben? Schauen Sie mal. Schlittenprothese ist das jetzt? Das ist jetzt so eine Schlittenprothese. Ich lege mal kurz meinen Kersel auf die Seite, ja, um einfach mir das mal genau anzuschauen. Also gut, dieses gesamte Exponat wiegt jetzt natürlich ein bisschen was. Ne? Es geht ja nur um das Metall. Es geht ja nur um dieses Metall. Stück. Was wiegt das eigentlich so? Das sind ein paar Gramm, sind das. Das sind weniger, ein paar hundert Gramm, mehr ist das nicht, was diese Teilprothese wiegt. Die Vollprothese hat schon ein bisschen mehr, man spürt das aber nicht. Mhm. Das Entscheidende ist, dass Sie eben, wie gesagt, nur einen kleinen Ersatz haben, wo Sie auf der Innen- oder Außenseite eben nur ein wenig Metall einbauen. Das ist der Vorteil dieses Produktes. Der Rest vom Kniegelenk muss aber in Ordnung sein, sonst funktioniert es nicht. Wenn es ein Auto wäre, würde ich sagen, da scheppert nichts. Aber da scheppert auch tatsächlich nichts, genau, oder? Nee, da scheppert nichts. Es ist tatsächlich so, dass man darf das nicht zu fest einbauen. Das ist der Schlüssel für die Teilprothetik. Das darf ein bisschen Spiel haben. Und man darf das also nicht zu fest knallen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Also es darf ein kleines bisschen Spiel haben auf der Innenseite und der Patient nimmt es aber nicht wahr. Es gibt keinen Patienten, der damit das Problem hat, dass ihn das stört. Okay, auf der anderen Seite beim Herrn Dr. Mattes, jetzt kurzer Gelenkwechsel. Genau, Tabwechsel. Sehen wir jetzt mal ein sehr viel wuchtigeres Implantat. Nochmal, es geht nicht um den Knochen. Das ist das, was die Patienten immer falsch verstehen, dass man eben, wenn man das hinlegt und sagt, ich kriege das Ganze, ist nicht so. Es geht eben nur über diese Krone auf dem Zahn sozusagen, auf diesen Knochen, wo das hier abgegratet wird, hier an den Kanten. Der Knochenverlust ist nicht groß. Sie haben an der höchsten Stelle vielleicht ca. 8 bis maximal 9 mm, wo Sie an der höchsten Stelle was entfernen. Und auch auf der Unterseite haben Sie an dem höchsten Punkt, das ist ja meistens eine schräge Fläche, wo Sie am höchsten Punkt 8 bis 9 mm entfernen, dass die eben gerade so reingeht, weil es eben durch die Seitenbänder gehalten wird. Sie sehen ja, und das ist der Schlüssel, die hat keine Verzahnung in der Mitte, sondern die hat eben Kontakt, aber gehalten wird es durch die Seitenbänder und die geben die Spannung vor. Und das müssen Sie vernünftig einstellen, dass das eben stabil ist, so locker, dass er gut bewegt, aber so stabil, dass er gut laufen kann. Das ist der Schlüssel zu einer guten Prothese. Wir haben ja vorhin im Vortrag gesehen, was man nicht machen kann, ist zum Beispiel jetzt lange auf den Knien sitzen sozusagen, ja, also beten. Lange im Knien eher schlecht, beten im Stehen erlaubt. Was sind solche Sachen, die man beispielsweise mit einer solchen Prothese machen kann? Also wir empfehlen primär erstmal natürlich gleitende Sportarten, dass wir sagen Radfahren, Walken, Wandern, auch moderates Krafttraining machen. Es gibt viele Patienten, die tatsächlich mit sowas Skifahren und auch Tennis spielen. Mhm. Würde man primär jetzt nicht empfehlen, um auch ein bisschen die Erwartungshaltung nicht ganz so hoch zu schrauben, weil es nicht der primäre Sport ist. Es ist ein Implantat und es hat ein Interface und das lockert irgendwann aus. Und das muss man sich schon so vorstellen, wenn man ständig Kontakt drauf ausübt, das kann man schon auch übertreiben und kann das schon auch überstrapazieren. Aber so die gleitenden Sportarten, auch Langlaufen im Winter, das ist eigentlich das, wo man es sehr gut machen kann. Also Radfahren, Walken, Wandern, Krafttraining sind eigentlich so die Klassiker. Und wir haben auch gelernt, der total falsche Weg ist sozusagen aufrüsten. Ich habe im nächsten Jahr ein Turnier und möchte eine neue Prothese. Ist das wirklich Ihr Ernst? Hat mal einer gesagt, er möchte nächstes Jahr neues Knie, spielt mit der Herrenmannschaft, damals gab es noch Tennis sozusagen, geht mit der Herrenmannschaft 2 Klassen höher und hätte jetzt ein neues Knie, damit das auch funktioniert. Okay. Habe ihn dann nicht operiert. Also ich würde sagen, das Gott Idde. Jetzt werden wir uns auch mal genauer die Hüftprothese anschauen, Herr Dr. Mattes. Bin gespannt, was dort alles möglich ist. Ja, bei der Hüftprothese gibt es eigentlich nicht so den Teilgelenkersatz, ja, aber da muss man erst mal klären, wo ist denn eigentlich die Hüfte? Der Schwabe, ja, wenn der natürlich kommt in die Sprechstunde, dann geht er so in Richtung Lende, Becken und sagt, ich habe Hüftprobleme. Also da oben ist die Hüfte nicht, die Hüfte ist eigentlich in der Leiste. Also das Hüftgelenk selber ist direkt in der Leiste. Wenn man mehr nach oben greift, sind es meistens dann eher Wirbelsäulenbeschwerden. Es gibt auch an der Hüfte gelenkerhaltende Eingriffe. Hier sind jetzt mal Bilder aus meinem tatsächlichen Spezialgebiet. Das ist die gelenkerhaltende Hüftchirurgie. Das betrifft in der Regel junge Patienten, die eine Fehlanlage haben. Links oben sehen Sie ein Röntgenbild
von einer jungen Patientin, wo die Hüftpfanne zu klein ist. Die hat quasi schon oft in der Jugend oder als junger Erwachsene dann Beschwerden, weil die Fläche quasi zu klein ist, der Druck zu hoch im Gelenk. Die muss man dann relativ aufwendig korrigieren, indem man im Endeffekt die Winkel korrigiert, die Pfanne an drei Stellen durchtrennt, neu hinschwenkt. Teilweise rechts unten muss man auch den Oberschenkel noch korrigieren, um die Druckverteilung im Gelenk zu normalisieren. Es gibt auch arthroskopische Eingriffe. Die Hüfte ist ein bisschen schwierig hinzukommen arthroskopisch. Da muss man den Hüftkopf erstmal aus dem Gelenk rausholen. Dann sehen Sie aber hier, das ist ein relativ junger Patient, der schon beginnende Knorpelschäden hat. Warum? Weil sein Hüftkopf zu groß ist. Der passt nicht richtig in die Pfanne und reibt dann hier am Pfannenrand den Knorpel weg. Das sieht dann teilweise auch so aus, ähnlich wie am Kniegelenk, was Sie beim Dr. Ivanova schon gesehen haben, dass da dann tiefe Knorpeldefekte bis in Knochen sind. Auch die machen wir dann sauber in den stabilen Knorpel, frischt die dann an. Bei kleinen Defekten gelten alle Maßnahmen, die Sie beim Dr. Ivanovas gesehen haben, mit der Knorpelregeneration. Dass es zum Beispiel jetzt hier bei dieser subchondralen Knocheneröffnung dann auch in den Defekt einblutet. Wenn der Hüftkopf dann wieder drin ist, ist es ein geschlossener Raum und aus diesem Bluterguss ergibt sich dann quasi diese Knorpelneubildung von diesem Ersatzknorpel. Wichtig ist aber, dass man wissen muss, diese Gelenkerhaltenoperation, insbesondere die Arthroskopie, ist eigentlich eine frühe Therapie. Hier sehen Sie mal aus einer Untersuchung, wie lange es dauert, bis man nach einer Hüftarthroskopie dann doch einen Gelenkersatz braucht. Und da sehen Sie auf der linken Seite nach dem Alter, auf der rechten Seite nach dem Arthrosegrad aufgezeigt, dass im Endeffekt die obere Kurve nach 60 Monaten, ja, im Endeffekt noch keine 5% ein künstliches Gelenk haben. Ja. Das sind alles Patienten unter 55. Die untere Kurve zeigt alle Patienten über 55. Und da muss man einfach sagen, dass schon nach 2 bis 6 Jahren, nach 2 bis 3 Jahren eigentlich die Therapie bei 50% dann nicht mehr funktioniert und sie dann doch schon ein künstliches Gelenk brauchen. Dasselbe gilt für den Arthrosegrad. Wenn ich einfach eine fortgeschrittene Arthrose über Arthrosegrad 2 habe, dann funktioniert in der Regel eine Arthroskopie dann nicht mehr. Dann brauche ich den Gelenkersatz. Die Hüfte, die ist mechanisch für uns relativ einfach zu ersetzen, weil es ein Kugelgelenk ist. Ich ersetze quasi eine Kugel durch eine Kugel. Die Kugel ist sogar besser wie die eigene, weil hochpräzise industriell gefertigt. Die Hüftprothese besteht in der Regel dann aus 4 Teilen. Ich brauche quasi im Oberschenkel einen Teil, wo ich die Kugel verankere. Und ich brauche in der Hüftpfanne, im Becken, einen Teil, wo ich dann die Gleitpaarung auf der Pfannenseite verankere. Die Frage ist dann immer, wie komme ich eigentlich dorthin? Weil die Hüfte ist schon relativ tief in der Tiefe vom Patienten. Da gibt es jetzt natürlich viele, viele Schlagworte, viele, viele Zugänge. Der große Schnitt, ja, Patienten meinten, man macht nur große Schnitte und früher haben wir nur große Schnitte gemacht. Jetzt heißt alles minimalinvasiv. Dann gibt es AMIS, MIS, OCM, Dorsal, Double Incision. Das sind alles so Begriffe, was Zugänge letztendlich beschreibt. Das Entscheidende ist aber eigentlich gar nicht, was ich für einen Zugang letztendlich mache. Das sieht man allein daran, wir haben tatsächlich vor 20, 30, 40 Jahren größere Hautschnitte gemacht, aber da hat Hüftprothetik schon gut funktioniert. Ja. Was man tatsächlich macht heutzutage, man operiert ein bisschen weichteilschonender, aber wichtig ist im Endeffekt nicht, ob ich von vorne, von hinten oder von der Seite komme, sondern dass ich in Muskellücken reingehe. Und wenn Sie rechts diese anatomische Schnittbildgebung letztendlich sehen, es gibt rund um die Hüfte letztendlich Muskelgruppen und da können Sie von vorne, von der Seite, von vorne seitlich oder von hinten Intervall finden, wo Sie zwischen Muskelgruppen dann durchgehen, die Muskulatur auseinanderschieben und dann die Hüfte letztendlich freilegen. Letztendlich zeigen auch große internationale Register, dass eigentlich dann nicht wichtig ist, ob ich von vorne, von hinten oder von der Seite komme, sondern die Erfahrung vom Operateur mit seinem Zugang, die macht letztendlich dann das gute Ergebnis. Dann muss die Hüfte natürlich irgendwie halten, das Implantat. Vom Dr. Ivanovas haben wir gehört, dass Knie überwiegend zementiert werden. Da gibt es auch große Studien, große Register, die ganz klar zeigen, dass an der Knie die zementierte Prothese eigentlich die bessere ist. Bei der Hüfte gibt es zementiert, zementfrei oder eine Mischform. Überwiegend machen wir bei jüngeren Patienten zementfrei. Es gibt auch in Ländern wie zum Beispiel England und in skandinavischen Ländern, die sehr, sehr lange viel zementiert haben, die letzten Jahre einen Trend, dass die mehr zementfrei arbeiten. Aber nach wie vor sind beide Methoden der Verankerung letztendlich sinnvoll.
Beim Zementfreien, wie jetzt hier an dieser Pfanne dargestellt, muss man natürlich dann erstmal gucken, wie hält das Implantat überhaupt. Und das machen wir mit der sogenannten Pressfit-Technik. Sie sehen oben die Fräse, wo man den Knochen bearbeitet. Die hat jetzt hier im Beispiel letztendlich ein Untermaß. Die Pfanne hat nachher einen Durchmesser von 54 mm. Ich fräse aber nur mit 52 mm und damit verklemmt die Prothese, die Sie in die Mitte sehen, erstmal primär. Und dann wächst aber der Knochen tatsächlich in die Oberfläche ein. Deshalb sind zementfreie Implantate in der Oberfläche alle irgendwie aufgeraut, dass der Knochen quasi andocken kann und letztendlich einwächst. Dasselbe gilt auch vom Schaft, wie jetzt hier auf der linken Seite. Der Schaft hat solche Rippen, dann ist er keilförmig, dass er im Knochen erstmal verklemmt. Aber diese Keilform hat insbesondere am Schaft, im Oberschenkel, durchaus die Gefahr, dass es zum Bruch kommt. Wenn ich diesen Keil zu stark in den Knochen reinschlage, kann der Knochen brechen. Und das hängt auch vom Alter ab. Und deshalb macht es durchaus Sinn, bei älteren Patienten, insbesondere wenn ich eine Osteoporose, also eine Knochenerweichung habe, zu zementieren. Das sehen Sie rechts oben im Bild, weil der Zement im Endeffekt dann sich weich im Knochen erstmal verteilt. Ich kann ohne Druck, ohne Stress auf den Knochen die Prothese letztendlich in den Knochen einschieben. Links unten sehen Sie dann einzelne Schnitte, wie das aussieht. Der Zement geht immer um die Prothese rum. Der Zement härtet innerhalb von 13 Minuten aus, ohne Bruchgefahr, sofort belastungsstabil. Deshalb ist die Diskussion eigentlich nicht zementfrei besser oder zementiert besser, sondern Patienten individuell kann ich im Endeffekt, wenn ich zementiere, das Bruchrisiko senken. Und so ab dem 70. Lebensjahr macht es manchmal Sinn, dann über die zementierte Verankerung tatsächlich nachzudenken und die dann auch durchzuführen. Das Nächste, was dann immer interessiert, ja, wie lang soll denn jetzt so ein Schaft sein? Ja, da liest man natürlich viel. Ja, Internet, Google, ja, ist auch nicht immer unbedingt vorteilhaft für uns Ärzte, weil da so ein Halbwissen verbreitet wird. Und viele Patienten, die kommen dann immer und sagen, ja, ich möchte einen kurzen Schaft. Ja. Hier sehen Sie mal drei unterschiedliche Längen. Oben, das ist das, was wir heutzutage überwiegend verwenden, ca. 10 cm lang. Allerdings auch von der kleinsten bis zur größten Prothese innerhalb dieses Modells haben wir schon einen Unterschied von ungefähr 3-4 cm. Unten, das ist ein Schaft, der ist jetzt seit über 50 Jahren hoch erfolgreich auf dem Markt. Der ist tatsächlich ein bisschen länger als der obere. Und rechts, das sind Schäfte, die dann bis zu 40 cm lang werden. Das sind aber eigentlich nur Revisionsschäfte. Das heißt, bei der Primärprothese, da haben wir tatsächlich kürzere Schäfte, aber so richtig lange brauchen wir eigentlich nur für den Wechsel. Das Entscheidende ist aber auch nicht die Länge wirklich. Man sieht im Endeffekt hier mal im Beispiel die grünen Kurven. Ja, wie kriege ich denn die Prothese rein? Und rechts, wo dieser grüne gerade Pfeil ist, da sieht man die alten Schäfte, die musste man immer gerade einbringen. Und da muss man rechts oben im Eck immer so ein bisschen an den Knochen, wo die Sehnen ansetzen, wo man nicht drin hin will. Der Vorteil der moderneren Schäfte, auch wenn die tatsächlich ein bisschen kürzer sind, ist weniger die Länge, sondern die Krümmung. Und damit kann ich quasi um die Kurve, so wie die Form vom Oberschenkel im Endeffekt ist, die Prothese weichteilschonend und sehnenansatzschonend letztendlich einbringen, habe aber trotzdem noch eine gewisse Länge für die Kippstabilität. Wir hatten auch Prothesen im Endeffekt, die deutlich kürzer waren schon. Ja, das sind alles Prothesen, die in der Regel innerhalb von 5 Jahren wieder vom Markt verschwunden sind, weil die nie richtig fest geworden sind. Ja, ich brauche eine gewisse Primärstabilität und da brauche ich eine gewisse Länge, dass ich auch seitlich noch abstütze, damit die Prothese dann wirklich in den Knochen einwachsen kann. Dann ganz wichtig ist die Gleitpaarung, weil das ist das, was sich bewegt und was letztendlich nachher auch verschleißt. Der Titanschaft oder der zementierte Schaft, der fest im Knochen verankert ist, da tut sich eigentlich gar nichts. Und der Verschleiß findet hier in der Gleitpaarung statt. Und da haben wir im Endeffekt drei Materialien, die eine Rolle spielen. Das eine ist Metall, das andere ist Keramik und das dritte ist Polyethylen. Wobei in der Hüftendoprothetik spielt eigentlich im Wesentlichen nur noch Keramik und Polyethylen eine Rolle. Metallköpfe verwenden wir sehr, sehr selten, nur in Ausnahmefällen bei Wechseloperationen. Letztendlich muss man auch ganz klar sagen, dass die Gleitpaarung der wesentliche Fortschritt der letzten 20 Jahre war. Hier sehen Sie mal Abrieb zwischen Metall und Polyethylen auf der rechten Seite, Keramik-Polyethylen, ja, wo man einfach sieht, dass Keramik und Polyethylen deutlich weniger Abrieb hat. Und wenn man jetzt mal schaut, was sich im Polyethylen getan hat, ja, das wissen wir aus Simulatorversuchen, das sehen Sie rechts oben, also jedes Implantat, das in Patienten reinkommt, das wird erstmal über Millionen, wahrscheinlich Milliarden Lastzyklen letztendlich getestet. Und in solchen Simulatorversuchen, da konnte man nachweisen, dass das moderne Polyethylen, das wir jetzt ungefähr so seit 20 Jahren im Markt haben, das sind die Kurven unten, dieses gelbe-blaue, wo man im Endeffekt alle Kurven parallel sieht, unabhängig von der Kopfgröße, hat man
ganz, ganz wenig Abrieb. Das Polyethylen, das wir vor 30, 40, 50 Jahren verwendet haben, das sind die Kurven, die so ansteigen, wo man im Endeffekt sieht, dass im Endeffekt mit jeweils 5 Millionen Lastzyklen der Abrieb tatsächlich zunimmt. Ja, das moderne Polyethylen hat extrem wenig Abrieb. Deshalb gehen wir auch davon aus, dass Prothesen, die wir momentan implantieren, deutlich längere Haltbarkeit letztendlich gibt. Aber das Problem ist immer, wenn man eine Prothese oder eine Methode haben, die schon 20 Jahre gut funktioniert, dann müssen wir erst mal 20 Jahre warten, bis man nachweisen kann, dass die neuen besser funktionieren. Dann haben wir natürlich immer hier so aus der Laienpresse, natürlich immer so Schlagzeilen, ja, die Bild kennt jeder, künstliches Hüftgelenk in Rentner explodiert, ja, immer mehr Hüftgelenke explodieren in Rentnern. Was ist denn da gemeint? Das sind Hüftköpfe, und zwar Keramikköpfe, die brechen. Ja, das gibt es tatsächlich. Ja. Letztendlich müsst ihr aber davon ausgehen, ja, bis so ein Keramikkopf bricht, die werden beim Hersteller mit 8 Tonnen belastet. Ja. Und erst ab 8 Tonnen ja, besteht die Gefahr, dass so ein Ding letztendlich bricht. Es gibt natürlich immer in der Herstellung auch vielleicht einen Kopf, der irgendwelche Einschlüsse hat oder so. Das ist aber ein Ereignis von 1 zu ungefähr 500.000, also extrem selten. Ja, also dass quasi in Deutschland oder weltweit in Rentnern laufend Hüftköpfe explodieren, das ist definitiv nicht so. Auch wenn Sie unten schauen, im Endeffekt die Qualitätssicherung in den Firmen, die uns die Implantate herstellen, links die Hüftköpfe, rechts die Polyethylenpfannen, ja, die haben wirklich hohe Qualitätssicherungsstandard, bevor die Implantate das Werk verlassen. Und ich glaube, da gibt es mehr Rückrufaktionen von Autos oder von Bügeleisen, ja, als dass wir Qualitätsprobleme in der Prothetik, in der Herstellung der Implantate haben. Und das sieht man auch an diesen Kurven, dass das wirklich so ist. Das zeigt mal die Haltbarkeit von Hüftprothesen. Vom Dr. Ivanovas haben Sie das für das Kniegelenk schon gesehen. Ja. Bei der Hüfte ist es so, dass man damit in Studien eigentlich wissen, und das sind Implantate, die vor 30, 40 Jahren implantiert wurden, dass 90% der Hüften 25 Jahre und länger halten. Und durch die Verbesserung der Abriebsfestigkeit der Gleitpaarung gehen wir davon aus, dass tatsächlich jetzt sogar längere Laufzeiten zu erwarten sind. Aber, ja, warum ist man dann überhaupt über Hüftprothesenwechsel und Lockerung reden? Warum findet denn die Lockerung überhaupt letztendlich statt? Das Problem ist tatsächlich trotzdem, dass im Endeffekt die Polyethylenpfanne, ja, dass die einen Abrieb hat. Da gibt es dann Abriebspartikel. Ja. Die Abriebspartikel füllen im Endeffekt irgendwann die Synovialis, den Gelenkraum aus, und das führt zu einer Entzündungsreaktion. Und dann sehen Sie, dass diese Entzündungsreaktion irgendwann dazu führt, dass die Verbindung zwischen Implantat und Knochen aufgelöst wird. Das sind die dunklen Stellen dann am Knochen, die Sie hier mit dem roten Pfeil sehen, und die Prothese letztendlich dann locker wird. Um dieses letztendlich dann wieder zu behandeln, haben wir inzwischen auch sehr, sehr gute Implantate, dass wenn so ein Implantat nach 20, 25, 30 Jahren locker wird, dass man dann auch diese Knochendefekte, die teilweise entstanden sind, dass man die gut wieder behandeln kann. Da gibt es moderne Werkstoffe, wie hier dieses Tantal, was die Knochengeometrie fast 1:1 wiedergibt. Und da kann ich dann auch beim Wechsel große Defekte wieder zementfrei behandeln. Unten sehen Sie mal so eine Prothese, wie nach 3 Monaten in die Oberfläche schon überall Knochen eingewachsen ist, in der Mitte dieser Kreis. Da können Sie schon gar nicht mehr unterscheiden im elektronenmikroskopischen Bild, wo ist jetzt eigentlich Knochen und wo ist im Endeffekt das Metall von der Pfanne, wenn Sie es nicht wissen. Ja, man sieht es natürlich tatsächlich, das Metall ist runder und geometrischer. Die Natur, die ist da dann doch noch ein bisschen variabler. Aber ich habe die Implantate, genau dasselbe auch für den Schaft. Zementfreie Implantate, wo ich Knochendefekte dann überbrücken kann und Prothesen zur Verfügung habe, wo ich im Endeffekt dann auch wieder zementfrei arbeiten kann, dass ich dann wieder eine lange Stabilität habe. Das heißt, Lockerung spielt natürlich eine Rolle, nach Möglichkeit so spät wie möglich, aber wir sind gerüstet, wenn es dann tatsächlich auftritt. Wenn es unbedingt sein muss, können wir sogar Knie- und Hüftgelenke, wie Sie jetzt hier links sehen, miteinander kombinieren. Ja. Das sind alles Implantate, die kommen aus der Tumorchirurgie, also bösartige Knochentumoren, wo man schon immer solche Implantate braucht. Die können wir auch verwenden, wenn wir Prothesen letztendlich wechseln müssen. Aber das möchte man eigentlich immer vermeiden. Und deshalb jetzt fast das Allerwichtigste, was ihr heute Abend mitnehmen müsst. Für alle, die schon ein künstliches Hüft- oder Kniegelenk haben, für alle, die es vielleicht irgendwann noch bekommen, ja, gehen Sie mit Ihrer Prothese regelmäßig zum Prothesen-TÜV. Sprich, kommen Sie zu uns in die Sprechstunde, lassen Sie überprüfen. Weil früher hat man immer gesagt, lassen Sie gar nicht danach gucken, solange Sie keine Probleme haben. Das empfehlen wir nicht mehr. Wir empfehlen, dass man nach 3 Monaten, nach 12 Monaten eine Kontrolle macht und dann alle 5 Jahre das
Gelenk auf Verschleiß überprüft, auch wenn Sie damit gut zurechtkommen. Warum? Sie sehen hier oben mal eine Reihe. Ganz oben sehen Sie im Endeffekt einen Patient im November 2011 mit einer Hüftprothese, die 17 Jahre gelaufen ist. Da sieht man im Röntgenbild schon, weil der Kopf nicht mehr mittig in der Pfanne läuft, ja, dass im Endeffekt ein erheblicher Verschleiß da ist. Der Patient wollte zu diesem Zeitpunkt noch keinen Wechsel. Ja. Nach 17 Jahren wird man auch nicht mehr sagen, komm nach 5 Jahren wieder, sondern komm nach 6 Monaten spätestens wieder. Warum? Dass man keine Katastrophe erlebt, wie es bei diesem Patienten dann war. Im Dezember 2013 kam er dann und hat gesagt, jetzt muss man was machen. Aber dann sieht man, die Pfanne ist komplett abgekippt. Ich habe einen Riesendefekt und die Operation wird viel, viel aufwendiger, wie wenn ich frühzeitig wechsle, weil links hätte man im Endeffekt nur den Kunststoff wechseln müssen. Rechts müssen wir dann schon aufwendig den Knochen wieder rekonstruieren. Und deshalb ist im Endeffekt wichtig, ja, dass wir im Endeffekt unsere Qualität hochhalten. Das machen wir in Deutschland durch viele, viele im Endeffekt Initiativen aus unserer orthopädisch-unfallchirurgischen Fachgesellschaft. Es gibt das Endozert-Verfahren, ähnlich wie die Kniezentren, dass im Endeffekt Kliniken im hochkomplexen Zertifizierungsprozess zertifiziert werden, wo viele, viele Voraussetzungen erfüllt werden müssen, damit man die Qualität auch nachweisen kann. Wir haben im Endeffekt das Endoprothesenregister. Die Deutsche Gesellschaft für Endoprothetik macht viele, viele Fortbildungskurse für Ärzte, damit wir unser Wissen auch an die nächste Generation weitertragen, weil wir brauchen vielleicht auch mal eine Prothese und sind dann froh, wenn wir junge Kollegen haben, die im Endeffekt die Qualität bringen, die wir auch von uns erwarten. Das Knorpelregister ist so eine Initiative. Das heißt, wir sind dran. Die Sportklinik beteiligt sich an allen diesen Initiativen. Ja, wir sind sowohl selber in der Weiter- und Fortbildung tätig, ja, und eigentlich immer unterwegs, momentan mehr vor dem Rechner natürlich, mit Zoom und wie das alles heißt. Ja. Aber wir freuen uns auch schon wieder, ja, wenn wir raus können im Endeffekt und mit den Kollegen dann vor Ort diskutieren können und sie weiterbilden können. Ja. Und das ist im Endeffekt das, was wir uns wünschen. Ja. Und wir hoffen, wir haben Sie gut informiert, ja, und möchte damit letztendlich mit den Fachvorträgen für heute enden. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Herr Dr. Magdes, herzlichen Dank, Herr Dr. Ivanovas. Ja, erstmal auch Ihnen herzlichen Dank, liebe Zuschauer. Sie haben eifrig offensichtlich in die Tasten gehauen und das Kontaktformular genutzt. Für diejenigen, die jetzt noch irgendwelche Fragen haben sollten, weiter rein mit. Ich denke, das Team der Sportklinik sollte auch in den nächsten Tagen ein bisschen was zu tun haben und viele, viele Fragen beantworten. Aber einige Fragen haben wir uns schon mal rausgepickt und diese möchte ich abschließend noch stellen. Wir nehmen uns dafür noch so ungefähr, würde ich sagen, 5 Minuten Zeit. Also, liebe Zuschauer, feuerfrei, Ihre Fragen. Sie haben es eigentlich schon gesagt, aber es ist fast ein Running Gag und ich habe Spaß dran, Ihnen diese Frage einfach nochmal zu stellen, Herr Dr. Mattes. Von welcher Seite soll die Hüfte rein? Sie müssen Ihren Operateur immer fragen, wie viele Hüftprothesen er macht und ob er immer den gleichen Zugang verwendet. Ja. Und wenn er dann sagt, ich komme von vorne, ist gut. Ja. Wenn er sagt, ich komme von der Seite, es ist gut. Ja. Und wenn er von hinten kommt, ist auch gut, wenn er immer dasselbe macht. Wenn er sagt, ich mache es heute mal so, morgen mal so, das ist im Endeffekt immer schlecht. Das heißt, ich kann von allen Seiten kommen, ja, und wenn ich es häufig mache, ist es gut. Herr Dr. Ivanovas, eine Frage, die gestellt worden ist, wie fühlt sich denn eigentlich so eine Prothese an? Also habe ich da irgendwie so das Gefühl, dass da so ein Fremdkörper drin ist oder wie kann man das am besten beschreiben? Also die Prothese merkt man selber eigentlich nicht direkt. Man spürt am Anfang, das Knie hat mehr diese Schwellungsproblematik am Anfang, anders als bei der Hüfte. Das heißt, die ersten 3 Monate sind schon so, dass man ein bisschen ein Wärmegefühl hat, ein bisschen ein Schwellungsgefühl. Die Prothese selber merkt man eigentlich gar nicht. Und es gibt eine ganz gute Datenlage, die zeigt, dass nach einem Jahr fast 20% der Patienten gar nicht mehr wissen, welche Seite eigentlich operiert worden ist. Das ist dieses vergessene Kniegelenk, forgotten knee nennt sich das. Also es entwickelt sich tatsächlich, aber man merkt das Gelenk selber eigentlich nicht. Es ist eher die Weichteilproblematik, die beim Kniegelenk ein bisschen mehr als bei der Hüfte das in der Anfangsphase dann behandlungsbedürftig macht. Das entwickelt sich aber dann. Herr Dr. Mattes, wieder eine Frage von den Zuschauern. Man hört ja immer wieder, wenn du jetzt in so eine Klinik reingehst, ja, du gehst zu einer Beratung und kommst mit der Hüfte wieder raus. Also, dass da wie die Wilden hier irgendwie das Messer angesetzt wird, ist jetzt natürlich schwierig, auch in einem solchen Format zu sagen, nee, das ist nicht so, aber wie ist es denn? Also nein, das ist natürlich nicht so. Ja. Wir haben ja im Endeffekt 4 Millionen laufen und 80 Millionen Einwohner, also es gibt noch welche ohne. Ja. Aber nein, ernsthaft, natürlich versuchen wir immer so viel wie möglich erstmal das eigene Gelenk zu erhalten. Und das zeigt auch jetzt in der Sportklinik, eigentlich ganz egal, welcher unserer Kollegen welches Gelenk er macht, ja, wir beherrschen von der konservativen Therapie
was anfängt mit schlicht und einfach wirklich das Krankengymnastikrezept unterschreiben, das ist natürlich für uns erstmal das Einfachste, ja, bis zu Infiltrationen, bis zu arthroskopischen Eingriffen, dann der Gelenkersatz und der Prothesenwechsel, das gesamte Spektrum. Und das ist eben der große Vorteil, wenn ich das ganze Spektrum beherrsche, kann ich auch auf der ganzen Klaviatur letztendlich spielen. Ja. Und es ist durchaus so, ich habe es ja schon am Anfang gesagt, von den über 20.000 Patienten, die wir in der Sprechstunde sehen, ja, die Zeit hätte man gar nicht, die alle zu operieren. Auch noch eine Frage, liebe Zuschauer, herzlichen Dank dafür, dass Sie die gestellt haben. Es geht um das Thema Reifenwechsel sozusagen im übertragenen Sinne, also sprich einen Prothesenwechsel. Sie haben ja diesen Prothesen-TÜV empfohlen, in regelmäßigen Abständen hinzugehen. Vom Auto her kennen wir, wenn ein Lämpele leuchtet, dann wird es halt Zeit. Gibt es denn auch beispielsweise irgendwelche Symptome, dass ich selbst merke, außerhalb Ihres TÜVs, jetzt wird es Zeit, dass ich vielleicht mal zu so einem Reifenwechsel gehe oder mal zu einer Untersuchung? Die Frage an Sie, Herr Dr. Ivanovas. Also am Kniegelenk ist es so, dass wenn sich eine Prothese lockert, dass es zu Schwellungen kommt bei Belastung. Also man merkt, dass da jetzt irgendwie ein bisschen Musik drin ist. Das heißt, auch der Bewegungsablauf wird ein bisschen schwergängiger. Und die Instabilität spielt schon auch eine Rolle. Also wenn die Bänder dann lockerer werden und die Stabilität nicht mehr ganz gegeben ist, merkt man auch, das Knie geht mir so ein bisschen weg. Das sind so typische Anzeichen, wo man sagen, jetzt sollte ich mal gucken lassen. Wie sieht es bei der Hüfte aus? Eigentlich ähnlich. Letztendlich kann man grundlegend sagen, für Knie und Hüfte, dass wenn ich jahrelang eigentlich das Gelenk nicht mehr gespürt habe, also das vergessene Knie oder die vergessene Hüfte, und plötzlich dann wieder irgendwelche Beschwerden auftreten, die letztes Jahr noch nicht da waren, dann ist es spätestens Zeit, dass man die Prothese mal wieder überprüfen lässt. Enden würde ich ganz gerne in unserem heutigen Livestream mit Tipps von den Spezialisten sozusagen, damit erst gar nicht etwas eingebaut werden muss. Also Herr Dr. Mattes, was kann ich denn tun, um möglichst lange meine Hüfte wirklich zu schonen und vielleicht um eine Prothese wegzukommen? Also wenn ich im Endeffekt eine Fehlbildung habe, habe ich keine Chance. Ja, dann muss ich frühzeitig danach gucken lassen. Aber wichtig ist tatsächlich bewegen, 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 aber nach Möglichkeit ohne Impulsbelastung. Ernährung, Übergewicht spielt eine gewisse Rolle, ja, ist aber nicht der entscheidende Faktor, ja, wenn ich mich vernünftig bewege. Wenn ich mich nicht mehr bewege, wird das Gelenk nicht mehr ernährt, ja, und der Verschleißprozess wird beschleunigt. Ja, deshalb bewegen, bewegen, bewegen. Anschlussfrage, was verstehen Sie denn unter Bewegung? Also der Weg zum Kühlschrank ist wahrscheinlich nicht genug. Ja, letztendlich muss es ein bisschen mehr sein. Ja. Man soll tatsächlich letztendlich sportlich zu einem gewissen Grad tätig sein, muss ich natürlich von der Sportklinik letztendlich sagen. Ja. Ideale Sportarten, hatte Dr. Ivanovas schon letztendlich erwähnt, ist tatsächlich Radfahren. Ja. Dann zum Beispiel auch Nordic Walking, ja, beim Joggen. Ja, habe viele Patienten, die kommen von anderen Ärzten, die sagen, der hat mir das Joggen verboten. Ja. Wenn ich beschwerdefrei joggen kann, kein Problem. Ja. Aber um mein Gelenk nicht durch Impulsbelastung zu überlasten, empfehle ich immer, ja, man sollte nicht quasi in der Stadt joggen. Ja. Ich meine, wir leben ja nicht in New York. Ja. Das heißt, ich kann raus in den Wald, ich kann auf den weichen Boden gehen, ja, und ich soll einfach einen gut gedämpften Schuh haben. Dann ist das auch zum Beispiel eine gute Sportart, die ich machen kann. Schwimmen, genial. Ja. Und im Fitnessstudio, meine Empfehlung, lassen sich gut beraten. Ja. Nicht einfach blind rein an jedes Gerät, es kann durchaus schädlich sein, aber wenn sie gut angeleitet werden, auch im Fitnessstudio, einfach allgemeine Fitness. Und abschließende Frage an Sie, was tun Sie denn, damit Ihr Knie im Takt bleibt? Sie müssten es ja im Prinzip wissen. Es ist ja praktisch ein Einstellungskriterium in der Sportklinik, dass man 5000 Kilometer Rad fährt im Jahr sozusagen. Das ist tatsächlich ein schweißtreibender Job, ne? Ist und zwar nicht so ist so. Nein, aber wir sind alle, wir leben das alle, und das ist auch irgendwie der Antrieb. So sind wir auch alle zu den Gelenken gekommen, dass wir uns ein Gelenk gesucht haben. Wir versuchen halt aktiv zu bleiben, und wir haben ja auch unsere Betriebssportgruppen, wo wir wirklich Radfahren und Langlaufen. Das sind so unsere Hauptsportarten. Ich möchte eine Sache noch dazu sagen zum Schluss. Es ist tatsächlich so, dass die Aktivität eher günstig ist. Man muss es eben dosieren. Knorpel ernährt sich durch auch Belastung. Das heißt, der wird ernährt dadurch, dass sie eben gewissen Druck zuführen, das auch wieder entlasten. Das kann man in beide Richtungen übertreiben. Das heißt, wenn man viel joggen geht, joggen per se sehe ich genauso, ist nicht verboten, ist aber die erste Sportart, die nicht mehr geht, wenn man Schmerzen hat. Mhm. Zumindest im Kniegelenk ist es so. Aber wenn man sozusagen nur im Bett liegt, dann verschleißt der Knorpel auf, weil er nichts mehr zu tun hat, und dann zieht er sich auch zurück. Also moderates Krafttraining durchaus erlaubt, wenn man es ordentlich macht. Radfahren, top. Herzlichen Dank für diese Einschätzung, Herr Dr. Mattes, Herr Dr. Ivanovas. Ja, ich würde sagen, liebe Zuschauer, wir haben jetzt jede Menge mitgenommen. Sie wissen A, was Sie tun können, prophylaktisch, damit möglichst nichts passiert. Sie haben aber auch erfahren,
was man alles machen kann, von der Teilprothese sozusagen bis zur Vollprothese. Sie haben natürlich die Möglichkeit, auch weiter jetzt Fragen zu stellen. Wir enden jetzt sozusagen unseren Livestream. Das heißt aber nicht, dass für Sie der Abend enden muss. Diskutieren Sie sicherlich das Thema auch in Ihrer Familie oder schreiben Sie einfach eine E-Mail an info@sportklinik-ravensburg.de. Dieser Vortrag, der wird natürlich auch noch im Nachgang auf der Homepage zur Verfügung gestellt. Ich bedanke mich sehr für Ihr Interesse. Wenn ich mich nicht ganz irre, steht der nächste Vortrag im Oktober an. Das kann auch ein bisschen bis dahin dauern, aber Sie werden auf jeden Fall davon erfahren, wenn es wieder soweit ist. Ihnen einen schönen Abend und bleiben Sie vor allen Dingen gesund.